We have to learn the other people, culture, religion, ideas, and then we understand what they are, and then we start communicating, and we respect, because disrespect and hate come from not knowing each other. Nobody understands. People at home don't believe the scale of the bowl, the size of it, the work that goes into it. It's funny, that's the mark at the bottom, isn't it? Vor rund 10 Jahren hat Ilja und Emilia Kabakov mit dem Projekt angefangen, mit dem Projekt The Ship of Tolerance. Die Idee von dem Ship of Tolerance ist, dass Kinder und Jugendliche Segelteile malen. Und die Idee ist, dass Kinder und Jugendliche eure Botschaften an die Erwachsenen senden. Was ist für euch Toleranz? Wo können wir Respekt gegenseitig auch ausüben? Gegenüber fremden Kulturen und fremden Menschen, dass wir mit denen auch respektvoll umgehen. So, welcome to the project The Ship of Tolerance. Thank you for doing this for us and for yourself and for the world. Letzten Herbst, vor dem Hintergrund von dieser ganzen Flüchtlingsproblematik und Asylfragen, Gewalt, die eskaliert auf der Welt und Probleme, die sich auch in Zug stellen, immer mehr, sind wir der Meinung gewesen, dass, wenn wir das Projekt mal realisieren wollen, dass es jetzt gemacht werden muss. Wir eröffnen das Projekt Ship of Tolerance, ein Kunstprojekt von Ilja und Emilia Kabakov. Do you understand that culture, language, music, drawings are more important than violence?